Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon oder auch der Kistensimulator. Meine Güte, sind hier viele Kisten. Es werden immer mehr. Und Draw. Ist doch schön. Genau. Also, wir wollen schön brav weitermachen. Das Wichtigste ist dann auf jeden Fall jetzt dann mal, dass ich die Küche fertig kriege. Die ist jetzt auch immer schön gewachsen. Und wir wollen als allererstes, ich brauche mal ein, oder? Ich brauche dafür Stahl. Ich brauche dafür auch Rough Iron, ne? Genau, ja. Okay, dann brauchen wir neun Aluminium. Weil wir wollen jetzt dann hier mal ein bisschen sauber machen. Ich habe mir auch hinten irgendwas überlegt. Wir wollen die Küche machen. Wir wollen die Küche heute komplett fertig einrichten. Soundcraft bin ich auch ein bisschen immer weitermachen. Muss man auch vorankommen. Ja, viel zu tun. Fangen schon mal an. Also, als allererstes brauchen wir das da. Und dann brauchen wir das da. Und dann haben wir schon mal unsere Maschinenhall. Da haben wir mal den ersten Teil. Denn wir wollen als nächstes den Advanced Mixer machen. Dafür brauchen wir ja, den nächsten, den Circuit vor allem. Eigentlich müsste ich schauen, dass ich 5 Stück hinkriege. Dann brauche ich gleich nochmal 9. Lassen wir die auch gleich laufen. Ach, nee, bräuchte ich gar nicht. Ist egal. So, wir brauchen nämlich dann eventuell den Circuit Assembler auch noch. Der freundliche Herr hier. Da braucht man aber in der Mitte noch. Und einen Roboterarm. Yay. Brass Ingots. Circuits. Naja, mal gucken. Also auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal den Mixer fertig, dass der da ist. Das heißt, wir brauchen jetzt ein bisschen Bronze, wir brauchen Elektromotor MV. Das heißt, wir brauchen das. Was fehlt mir? Okay, wir fehlen Aluminiumrod. Wir fehlen ein bisschen Kupronickel. Das haben wir hier. Dann haben wir schon mal das da, dann brauchen wir und Stahl brauchen wir auch. Wirklich pfeifen durch den Extruder. Ich bräuchte vielleicht noch Oberregale. Kriegen wir alles hin. Und ich muss noch ein Eckregal bauen, obwohl ich es nicht brauche. Schön, ne? Halt. Komm da rein. Dann haben wir einen Motor. Dann brauche ich hier Glas. Ja, das Problem werden halt vor allem die Circuits. Die 2 Circuits. Das war hier und hier. Dann habe ich jetzt da mal. Ah, genau. Ich brauche da nur noch einen Rotor. Das waren einfach 5 Bronze. Brauchen wir den Rotor. Hey, der geht schnell. Cool. So, was brauche ich jetzt, um die Circuits herzustellen? Also ich brauche davon
Staffeln fehlen mir jetzt welche und Kabel fehlen mir. Okay. Dann hätte ich gesagt, das Kabel ist das Wenigste. Jetzt kommt es in die Wiremill rein. Kommt da rein. Ich schätze mal, Sulfur wird hoffentlich da drin sein. Passt. Go. Refined Glue, wenn wir auch brauchen, dann gehen wir mal in unsere Circuit und Dingsbums Abteilung. Das heißt, wir brauchen hier, achso, Carbon, doch, Carbon geht. Carbon, Fine, Annihilated 5. Annihilated. Was habe ich nur Carbon? Oh. Oh. Nicht gut. Davon brauche ich noch welche. Was brauche ich denn? 4, 4, okay. Also davon, davon. Und Carbon. Also Carbon. Also da ist es schon anstrengend, aber es keins zu kriegen. Irgendwas ein. Ah, ich habe doch noch Pizza einstecken. Komm vor der Pizza. Ja. So, ich bin satt. So, machen wir jetzt hier die nächsten 8. Ja, das ist jetzt mein Problem wirklich nur. Und ich vermute, dass jetzt das da sogar zu wenig wäre. Wir gehen jetzt mal in die Zellenabteilung. Au. Ist sehr gut, geht da einfach rein. Das, 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 das. Wir brauchen jetzt hier und die 24. Dann brauche ich hier Mindred Alloy. Und ab geht die Luzi. Ich am Rubber. Oh, jetzt ist schon mal angenehmer. Jetzt geht es nämlich schon eine Runde schneller. Schauen wir mal, wie viel Kabel wir noch kriegen. Au. Geht noch nicht. Zu dumm. Okay, dann machen wir gleich nochmal 8. Nein, 9. Mit euch dreiteilbar, muss ich mir auch merken. Kommst du hier rein? Jetzt ist mir das ausgegangen. Dafür brauche ich jetzt Molten Redstone, Stahl, Glastubes. Glastubes müsste ich genügend haben. Können wir jetzt mit dem Gummi auf die Füße fallen? Weil ich zu viel rein habe? Habe ich hier irgendwo Rubber drin? Nein.
irgendwo noch einen Tank? Nein. Kann ich mir noch einen bauen? Nein. So schön. So erfolgreich. Ja, momentan habe ich ja nächsten Skal weg. Da brauche ich sowieso noch genügend. Wenn ich hier rein. Okay. So, dann hätte ich mal gesagt, dann gehen wir als allererstes mal hin. Sechs Stück da rein. Und die acht Stück da rein. Und dann tun wir mal die Steinplatten weg. So, den Flor tun wir auch mal weg, also das Mehl. Das Flur. Das ist jetzt halt das Angenehme, ne, bei den Circuits. Wenn jetzt dann halt irgendwann der Circuit Assembler da ist, wird's halt noch billiger, noch einfacher. So, das heißt, du bist jetzt hier drin. 2160. Ja. Aber wenn das weg ist, haben wir genügend Gummi. Redstone-Kabel. Gummi haben wir dann keinen mehr. So, Redstone war, glaube ich, hier drin, ne? So, guck mir dich mal da rein. Nee, also diesmal habe ich jetzt dann zu viel Red Alloy Wire. Bin ich zufrieden. So, dann brauchen wir hier nochmal 8. Laufen. Dürften es noch 3 sein? 2 sein? 1 sein? 0 sein? Gut. Dann brauchen wir jetzt, wie gesagt, das da. Oh. Habe ich jetzt, ist das jetzt Red? Nein, das ist Red Alloy. Okay. Das ist das Richtige, das ist das Falsche. Yay! Das sind jetzt für die Pisten, das Zeug. Okay, dann heißt es jetzt das rein. Auch die 5, jawohl. Und unleaded. Genau. Achso, die 5 haben wir gesagt. Sehe ich drin, die 24. So, schauen wir mal, wie wir das mal kriegen. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall auch einen guten Fahrrad an Circuit, Vorrat, nicht Fahrrad. Ein Fahrrad ist das komische Ding Ding zum Treten. Oh, meine ganze. Hätte ich nicht gedacht. Meine Glastubes sind weg. Ah, aber ich habe genügend Glas, das ist schön. Dann haben wir ja schon mal weniger Probleme. Kann ich da schon mal machen.
Darf nicht. So, das werden wir dann später auch noch brauchen. Das da brauchen wir, das da brauchen wir. So, dann haben wir. Ja, und natürlich haben wir. Oh, nee, haben wir nicht. Vielleicht noch vorher Platten draus machen. Haben wir bessere Chancen, dass das auch klappt, was wir freilich wollen. Meine Güte. Das hätte ich in Extruder schmeißen müssen, dann wäre es gegangen. Eine Runde Cutting. Dann müssen wir auch mal wieder schauen, dass wir ein paar Quests abgeben. Wir haben nämlich eine Quest. Ach nee, das geht noch gar nicht, weil ich bei Soundcraft noch nicht so weit bin. Ein Satz mit X, das wird wohl nix. Dann haben wir jetzt dann hier, das fehlt mir dann, die Diode. Hab ich das noch gar nicht drin? Polyethylen, Molten Glas. Ja, wo habe ich das jetzt hin? Da habe ich es hin. Das heißt, den muss ich jetzt dann als übernächstes machen. Oder schauen, dass ich Richtung Wafer komme. Du kommst da rein. Haben wir 8. Dann brauchen wir jetzt als nächstes, was brauche ich denn jetzt als nächstes? Genau, gute Frage. Nächste Frage. Molten Glas, Polyethylen, klar. Naja, okay, ich brauche halt eine Polyline vorher auch noch. Das heißt, ich brauche jetzt die 4 und Copper Wire. Ich kann nicht da reinschmeißen, habe ich wieder welche übrig? Glastubes. So, und dann brauche ich jetzt noch Flüssigglas. Das wird, glaube ich, nicht gehen, ne? Glasdust. Da brauche ich MV. So ist es. Oh mein Gott. Hätte ich das schon mal vorher reingeschmissen? So, wir schauen aber trotzdem gleich mal nach hinten, weil hier haben wir die Glastubes drin. Haben wir jetzt auf jeden Fall auch wieder einige zusammen. Und ich verstehe mich gerade selber nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, die Diode schon x-mal angeguckt. Ja, es sind halt leider nur zwei. Mit Poly wären schon vier, sechs. Habe ich nicht. Aber bald.
So, ich brauche noch mal 30 Sekunden. Copper Wire. Ah. Ist fertig. Ach so, stimmt ja. Das sind ja zwei, was ich brauche, nicht ein. Oh Gott. Ich merke schon, klappt wieder alles, was ich vorhab. Wieder mit großer Verzögerung. Und der braucht jetzt auch ewig und drei Tage, oder? Auch 30 Sekunden. Ja, okay, bis dahin ist wenigstens das nächste Viertel durch. Ich brauche aber bestimmt für jeden Circuit zwei von den komischen Dingern, ne? So, schauen wir als erstes mal. Was brauchen wir denn? Kupferkabel? Hammer. Das Good Circuit Board? Das haben wir nicht. Ich brauche zwei. Muss ich gleich acht machen. Okay, was brauche ich noch? Oder was fehlt noch? Das läuft, das haben wir. Die laufen. Die haben wir nicht. Davon brauche ich auch vier. Einzigster Vorteil ist, wenn jetzt dann der Mixer fertig ist, weiß ich auf jeden Fall, dass wir uns demnächst dann auch uns endlich um die Problematik Energie mal bemühen sollten. Habe ich eigentlich schon in meinem ganzen Portfolio? Habe ich schon irgendwo Ölsand? Ja. Gut. Den werden wir dann nämlich auch brauchen. So, kommst raus. Kommst du jetzt erstmal da rein? Viel zu viel Gold, was ich dafür verbrat, aber muss halt endlich mal Erze sammeln gehen. Ich weiß. Sage ich schon die ganze Zeit. Das ist halt das Problem, ne? Man hat halt nur so und so viel Zeit pro Tag, wo man halt auch was machen kann, bleibt es halt irgendwann liegen. Der einzigste Vorteil, der wo jetzt auf mich zukommt, ist, ich habe jetzt demnächst ja meinen Urlaub, also den Weihnachtsurlaub. Da ich ja leider nicht mehr weiß, welche Folge das ich gerade habe, ist das schön. Es kann jetzt sein, dass ich schon längst im Urlaub bin für euch. Oder kurz davor bin. Vorbei ist er noch nicht, hoffe ich. Und ja. Und dann kann man auch wieder mehr aufnehmen, weil dann halt die Zeit mehr da ist, ne? Das ist ja klar. Oder beziehungsweise das Aufnehmen, sondern auch das andere Zeug, ne? Das Rendern und so. Das, was ja auch Zeit frisst. So, wir haben einen Advanced Mixer. Das ist doch schon mal schön. Das heißt, mit dem Advanced Mixer können wir schöne Sachen machen, wie zum Beispiel Diesel. Und mit dem Diesel haben wir auf jeden Fall auch ein EBF besser betreiben.
Vor allem, wenn der viel länger hält und auch die Sachen und auch den oben. Aber wie gesagt, das ist jetzt momentan. Momentan ist es noch Zukunftsmusik. Okay, so, dann hätte ich gesagt, wir gehen mal in die Kitchenware. Saucepan und Pot. Für die Saucepan brauche ich 2 Eisenplatten. Ich brauche eine Iron Rod. Ich brauche Eisenplatten. So, wir gehen jetzt mal aber auf die 2. Also, als erstes Advanced Mixer Hammer. Und das habe ich nämlich auch schon alles aufgeschrieben. Ich brauche auf jeden Fall Eisenringe. Die brauche ich für den Pot. Zum Festhalten. Dann habe ich die Saucepan, die braucht keinen. Mixing Bowl braucht auch keinen. Name Remover müssen wir auf jeden Fall auch noch bauen. Wobei, ich glaube, der nicht wird nicht funktionieren für das, was ich brauche. Also für den Pot brauchen wir 2 Eisenplatten. Für die Skillet brauchen wir 2 Eisenplatten. Für die Saucepan brauchen wir 2 Eisenplatten. Das heißt, wir brauchen noch weitere 4. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir mal auf jeden Fall auf nochmal 8. Dann heißt es jetzt für mich, wir müssen den Bowl rausholen. Machen wir mal 2 Stück. Machen wir Eisenstangen. Jetzt schauen wir aber nochmal beim Pot. Oder doch, beim Pot war's. Habe ich vielleicht genügend Eisenringe noch da? Ich habe auf jeden Fall noch 2. Schön. Vielleicht reicht's. So, die 16 Bolts machen wir schon mal Schrauben. Dann haben wir nämlich die auch durch. Kommst da hinten hin. So, für den Pot fehlt mir Eisen, Eimer und Platten. Block of Coal Coke, die weiß ich, wo ich die versenken kann. Nur straks und hier. So, dann haben wir hier einen Eimer. Und schon haben wir einen Pot. Kann ich dich wegmachen. Dann haben wir als nächstes den Skillet. Brauchen wir wieder einen Eimer. Haben wir auch. Dann räumen wir mal wieder das Zeug auf. Dann haben wir auch Platz im Inventar. Brauche ich jetzt doch mal einen Eimer? Also Skillet haben wir auch. Saucepan, ja, brauchen wir nochmal. Schon sind 3 Eimer verschwunden. Sehr gut. So, und jetzt brauchen wir noch die Mixing Bowl. Brauche ich noch was? Ein Eimer. Ein Eimer für eine Holzschüssel. Okay, dann brauchen wir noch mal weitere 2 Eisenplatten. Hammer. Glaub's ja. Er hat es jetzt nicht rein, obwohl sie schon auf der richtigen Position war.
Okay. Dann haben wir schon mal die Kitchenware. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, die Eisenschrauben können weg, die Eisenstange kann weg. Alles andere bleibt da. So, bevor ich jetzt aber nach oben renne, brauche ich nochmal Add Cooking for Blockheads, denn wir brauchen das da nochmal. So, von der Rough Iron Spring. Brauche ich eine lange. Das sind dann, ich mache jetzt einfach mal zwei. Hammer. Und das war dann in die Bending, oder? Beste Maserator. Okay. Ah, okay, und ich brauche nur noch Oak Planks. Davon. Ihr Stück wollte ich schon sagen. Hier sind Allegor. Nein, mal. So, du kommst weg, du kommst weg, du kommst da rein. Zwei Iron Spring. Socket ist egal. Passt. Jetzt schon drei. So, noch Eisenschrauben, zwei Stück, glaube ich, war das. Komm, da haben wir weg. Müsste jetzt eigentlich der letzte gewesen sein. Es wird eigentlich jeder Schlag treffen, aber die Küche ist ein bisschen überdimensioniert ausgefallen, aber da kann man auch alles reinsortieren. Aber ich habe schon gesagt, vielleicht kommt noch eine Vorratskammer rein. Dann kann das passieren, dass dann zum Beispiel da noch eine Tür entstehen wird. Also momentan schaut die Küche ein bisschen so aus. Kann aber auch sein, dass noch das da ein bisschen verschwindet. Dann geht er noch ein wenig weiter rüber. Dann gehen die vielleicht hier runter und dann geht dann hier in die Küche rein. Dann habe ich da so einen Aufenthaltsraum, wenn ich dann mit Drawern arbeiten muss, wenn die hier nicht mehr reichen. So, dann habe ich jetzt als nächstes nochmal ein Tool Rack. Dann gehen wir hier rein. Saucepan. Pot. Das ist Bakeware. Oh, kann auch die Mixing Bowl da reinschmeißen. Das ist doch auch schön. Ah, das ist denn die Saucepan. Ah, das ist dann das Skillet. Der ist dann hier. Schön. Haben wir auch. Perfekt. So, hier habe ich jetzt natürlich ein Problem. Nicht perfekt. Ich brauche auf jeden Fall noch mal vier obere. Die machen wir jetzt auch gleich. Dafür brauche ich, glaube ich, Holzplatten. Steinplatten brauche ich, glaube ich, gar nicht. Ich brauche nur und Dinge. Und genau, das ist das Kabinett. Ich brauche Holzplatten und ich brauche acht Schrauben. Dann müsste ich alles haben. Die acht Schrauben sind schon mal kein Problem.
Ja, aber die Woodplanks sind ein Problem. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich die hingeschmissen habe. Habe ich die eingesteckt? Ah, die kann nicht sein, dass ich die oben habe. So, dann brauche ich auf jeden Fall noch viermal rote Farbe. Haben wir das auch? Eigentlich könnte ich noch einen Mülleimer oben hinstellen, wäre auch noch schön. Können wir das Essen, das was kaputt gegangen ist, wegschmeißen? So, aber bevor wir jetzt nach oben gehen, schauen wir jetzt erstmal. Also hier habe ich schon mal keine. Ich jetzt halt keine Woodplanks mehr habe, das wäre natürlich nicht gut. Wo habe ich die Woodplanks hin? Ich habe doch nicht alle Woodplanks verbraten, oder? Weil für die. Ja, für die Counter brauche ich zwei, aber ich habe noch. Habe ich so viele vernichtet? Das halte ich jetzt für ein ganz großes Gerücht. Das komische Ding bräuchte ich auch noch. Also hier habe ich keine. Keine Ahnung. Ah, Drake, wo hast du deine Woodplanks hingeschmissen? Ja, in 60 Sekunden haben wir halt wieder welche. Haben wir gesagt, die Küche soll fertig werden. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Tiny Pile of Salt. Kommst erstmal hier rein. Wo ist der Ranch? Da ist der Ranch. Der geht schon mal mit. Dann brauche ich hier 9. Basic Extractor. Eine Pumpe und ein Piston. Habe ich eine Pumpe übrig? Nein, ich habe nichts übrig. Ja, wobei es macht halt. Ja, okay, doch, ich könnte eine Batterie oben reinlegen. Ja, was hat denn der komische Vogel wieder vor? Genau. Also es kommt auf jeden Fall noch eine. Eigentlich müssten es vier Maschinen werden insgesamt, weil es müsste noch irgendwann ein Ofen mit hoch. Macht zwar momentan dann so halb Sinn, weil der Ofen, also der Ofen ja sozusagen dann auch funktioniert. Und ich hopse schon wieder hier rum wie so ein kleiner Hobbelhase. Aber anstatt, ne, dass ich jetzt schon mal so weit alles vorbereite, dass auch die Holzplatten mal schon mal laufen. Nee. Das wäre ja zu einfach. Okay. So, dann verschwinden wir jetzt erst einmal die paar Platten da. Und ich brauche noch meine Stone Plates. Die sind hier drin. Da brauche ich drei. Weil ich brauche diese komische Corner hier. Natürlich fehlt mir eine Holzplatte. Also wegschmeißen tue ich sie nicht, aber ich glaube nicht, dass ich sie brauche. Jetzt haben wir 7, wir brauchen aber auch wieder 8 Schrauben. Na, ist das schon fertig? Nee. Oh, es dauert keine 60 Sekunden, sondern 2 Minuten. Ist ja gut. So, dann kann ich schon mal gucken, was wir alles haben. Die Counter Corner, eine. Ach, die habe ich auch nicht. Dann machen wir die halt auch noch.
soll ja nicht heißen, ich mach nix. Oh, und du sie trotzdem nicht. So, die Trapdoor habe ich ja. Jawohl, die können wir jetzt auch scannen. Das schaut gut aus. Und dann heißt jetzt, wir brauchen das Kabinett. Ich habe jetzt gesagt, ich brauche 2, 3 Stück, ne? Nein, 4 Stück. Du bleibst da und du bleibst da. Davon brauche ich 4. Dann haben wir das jetzt nämlich auch. Können wir jetzt dann nämlich dann da mit der Küche auf jeden Fall uns das richtige Essen schon mal machen. Und vor allem das wichtige Essen. Und jetzt steht auch nicht, brauche ich auch nicht mehr drum gucken, ne? Wenn ich dann sage, ja, ist ein schönes Rezept. Ach ja, schade, kann ich nicht verwenden, weil... So, jetzt bin ich erst mal gespannt, ob das so funktioniert. Ich muss in die Richtung gucken, in die Richtung gucken, in die Richtung gucken, in die Richtung gucken. Dann klack, 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 klack. So, und der Basic Mixer muss auf jeden Fall hier hin. Mein Problem ist jetzt, da kann ich den aber noch nicht hin basteln. Denn ich muss erst noch das Wasserrohr nach oben verlegen oder nach unten. Wie man jetzt sehen mag. Ich habe jetzt schon mal auf jeden Fall genügend Flor. Kann ich jetzt eigentlich auch hier einen Teig machen? Weil dann geht er nämlich, dann weiß ich, dass er das Flor nämlich sieht. So, das ist jetzt eine spannende Frage. So, wir hauen mal schnell das Flor hier rein. Er sagt mir, er kann Batter machen. So, wir hauen es wieder da rein. Er sagt mir immer noch, ich kann Batter machen. Also, dann hat er schon gesehen. Achso, Flor kann ich nicht machen. Ja, klar. Also, Teig darf, kann ich nicht machen. Fehlt mir ja Wasser. So, und wenn ich jetzt dann dahin drin bin, habe ich jetzt auf jeden Fall Hot Dogs. Dafür brauche ich Pot, Mainz Meat vor allem. Das ist wichtig, weil das haben wir nämlich. Mainz Meat haben wir hier. Und das Gekochte ist da hinten. Brauchen wir nicht. So, also ihr seht schon, ich habe jetzt dann hier auf jeden Fall Mutzelücke und hier. Das heißt, hier wird auf jeden Fall da, also die Mixer und das Ding hinkommen und Cookofen und eventuell dann noch eine Microwave auf die Seite. Dann habe ich hier alles da. Dann kommt auf jeden Fall, dann haben wir hier noch Rye und Barley. Das kommt auf jeden Fall erstmal hier rein. Dann haben wir hier Mushrooms, die kommen hier rein. Mehr Barley und Sirup. Dann haben wir das auch. Dann hätte ich gesagt, wir machen den Sirup hier hin.
Und irgendwann, wenn es halt zu viel wird, dann wird es halt oben eingeräumt. Wie gesagt, ich kann hier auch noch eine komplette Runde machen. Oberlicht muss auch noch mit rein. Wie gesagt, Wassertank zum Beispiel liegt auch schon, steht auch schon oben. Da brauche ich nur aufbauen. Ich bin nur beim Überlegen, ob ich dieses bessere Rohr oder das große Holzrohr nehme. Ich bin nämlich der Meinung, es müsste eigentlich das große Holzrohr müsste hier reichen. So. Und da kommt dann hier nämlich so eine Art Wohnzimmer rein. Ich bin noch beim Überlegen, ob ich vielleicht noch ein Mod mit reinmache, aber wenn ich es reinmache, dann fehlt es dann. Also verrat's jetzt noch nicht. Kann da mal raten, was mit Wohnzimmer zu tun haben könnte. Könnt ihr mal zu. Was könnte Drake da reinmachen? Oder wenn ihr sagt, schöner Wohnzimmer-Mod. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und ich merke schon, wie gesagt, das Kiste, das ist nicht mehr ein Gang, sondern Tal der Tränen oder so. Na, wir haben noch 10 Eisen. Früher war es so, da habe ich keinen Stahl gehabt. Jetzt, bin ich gerade dabei, meinen vierten Stack voll zu machen. Und das mache ich mit dem eins, mit dem kleinen da hinten. Und wie man ja sieht, ne, also die Coke wird nicht weniger. Schön. So, also, dann wollte ich jetzt nochmal hier nachgucken. Also, wir haben jetzt einige. Also, Basic Extractor kommt auf jeden Fall hin. Circuit Assembler schaffe ich jetzt nicht. Main Name Remover macht keinen Sinn. Den Super Tank zu bauen. Das macht teilweise Sinn. Die Pumpe und den Miner zu bauen macht eigentlich teilweise Sinn. Genau, ich habe ein bisschen Stahl gerade gemacht. Habe aber festgestellt, ich brauche das ja eigentlich nicht für das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Aber kann ich trotzdem gebrauchen. So, das heißt, du kommst dahin. Dann brauche ich mein Zinnkabel, das haben wir ja auch noch da, Omas. Dann aus der Abteilung eine Kiste. Jetzt muss ich gucken und hoffen. Jawohl, Hammer. Dann haben wir jetzt Achtfachkabel. Und jetzt haben wir einen 8-fach Low Voltage Battery Buffer. Dann hätte ich gesagt, du kommst dahin. Sehr schön. Du kommst erstmal dahin. Das heißt, 32 Stück brauchen wir nochmal. Du kommst da rein. Brauche von dir nochmal 32. Brauche von dir nochmal eine Kiste. Ich brauche von dir nochmal zwei Kabel. Jetzt brauchen wir nur noch die Stahlplatten. Da haben wir nämlich das für mich auch zu. Da habe ich nämlich die Battery Buffer auf 8 abgedatet. So.
kann ich nämlich dann auch hier nämlich die Batterien mal erweitern. Das ist dann der hier. Wie gesagt, interessant wird es dann sowieso erst. Wenn ich das dann jetzt dann demnächst mal umklappbooster. So, du kommst da rein. Du kommst dahin. Das heißt dann nämlich für mich, als ich habe jetzt dann noch hier eine Batterie. Und hier eine Batterie. Dann sind es da schon mal 6. Und wie schaut es bei dir aus? Bei dir habe ich nur noch eine, ne? Ja. Habe ich hier aber auch schon 5. Dann brauche ich jetzt von dir noch ein paar. Und von dir habe ich jetzt 4 Stück. Ja, und dann sind wir schon mal glücklich. Jetzt mal noch eine andere für mich dumme Frage. Die kann ich doch auch im Assembler bauen mit 6 Wood-Dingern da. Ein bisschen Refined Glue. Circuit Nummer 2. Haben wir drin. Ich hätte jetzt mal gesagt, ich brauche auf jeden Fall wie kriege ich jetzt? 2, 4, 6, 8. 16 Stück. Egal. Mache ich mir lieber danach nochmal einen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht die Platten macht. Nein, er hat sich's gemerkt. Das finde ich super. Okay. Also jetzt haben wir schon mal die kleinen Battery Buffer. Die können wir dann schon jetzt mal von uns hier aufheben. Das heißt, wir haben dann auf jeden Fall Miner und Pumpe, wobei die Pumpe, glaube ich, eher der wichtige ist als als der Miner. Aber ich glaube, in meiner werde ich erst richtig anfangen mit MV. Sehr gut. So. Und dann hätte ich gesagt, machen wir schnell noch. Oh Gott, Drake hat wieder angefangen zu sagen, er macht mal schnell was. Ja. Er räumt nämlich hier jetzt mal ein bisschen auf. Ja, mit dem kann ich ein wenig öfters klicken. So, das wird was Größeres. Kommt hier auch eine kleine rein. Wir fangen nämlich jetzt als allererstes an, diese Seite mal hier sauber zu machen. Wird zwar, glaube ich, ein kleiner Fehler sein jetzt erstmal,
weil ich dann nicht mehr so viele Maschinen hinkriege. Aber ist mir jetzt dann erstmal egal. Denn als allererstes, dann brauche ich noch schnell einen Wirecutter. Ich den einstecken? Ja. Ich gehe jetzt erstmal dahinter. Die 600 sind mir egal. Aber der hier ist mir nicht egal, denn ich brauche dich als allererstes. Du kriegst von oben und gibst nach unten. Ja, mein Problem ist es nur gerade bei dem Ding. Ich brauche mal einen Wasseranschluss. Und ich brauche meinen Stromanschluss. Der Stromanschluss kommt eigentlich von hinten. Ja, das haben wir ja gesehen. So, der Ohrwascher braucht auch seinen Wasseranschluss. Dann heißt es jetzt, du kommst weg. Und ich weiß, dass ich sehr viel Wasser gerade verschwendet habe. Das heißt, du kommst hier hin. Kommst du jetzt nach unten, nach drüben? Nein. Nach hinten. Jawohl. So, dann hat der Washer jetzt auf jeden Fall schon mal sein Wasser. Das heißt, wir brauchen an hier irgendwann noch einen Übergang nach drüben, dass wir das dann auch hier genauso machen können. Also wir brauchen noch sehr viele Platten. Hätte ich mal gesagt, schmeißen wir auch gleich wieder rein. Komm. Wenn wir das jetzt schon da haben. Oh ja, das war super. Komm, ist egal. Das heißt, du kommst jetzt dann auch hierhin, hierhin. Klack, klack, klack und klack. Dahin, dahin, dahin und dahin. Wenn ich jetzt alles richtig habe, ist da auch schon Wasser drin. Jawohl. Perfekt. Dann haben wir schon mal das. Dann müssen wir noch schnell den da anschließen. Ja, du kommst da weg. So, und dann heißt es nämlich jetzt, du gehst nach unten. LV auf ULV, jawohl.
Du kommst da rein. Du kommst daran. Und ab jetzt müsste der auf jeden Fall funktionieren. Dann heißt es jetzt dann du. Da kommt dann der Hopper dran. Da kann ich jetzt dann alles hier reinschmeißen. Und bin dann einfach nur glücklich. Genau. So, dann haben wir hier noch die Lithium-Batterien. Die 4 Stück. Brauchen wir hier noch 3. Und hier noch eine. Eine fehlt mir jetzt noch insgesamt. Dann haben wir nämlich die auch alle voll. Die 8. Das ist super wäre. Ich muss jetzt nur genau aufpassen. Welchem Kabel. Weil das müssen wir jetzt auch noch schnell anschließen. So, dann gehst du jetzt du nämlich nach oben. Bis das hier anschließen, macht's BOOM. Dann hält man Freude. Okay. Hab ich noch irgendwo ein 8er Kabel? Natürlich nicht. Danke. Aus. Kommst da rein. 1, 2, 3. Da rein. Hab ich 2. Hatte ich nicht gerade gewartet? Hast du noch ein Kabel? Nein. Nö. Mm-mm. Ja, aber ich werde hier auch, glaube ich, eins brauchen. Ist egal. Wenn nicht, brauche ich es auf der anderen Seite. Also, dann heißt es jetzt für mich, der Arc Furnace macht am meisten Sinn vorne. Da kommst du auch hier hin. Du machst für mich am wenigsten Sinn vorne. So, dann hätte ich gesagt, machen wir die Zentrifuge hier hin. Zentrifuge hier hin. Was macht jetzt mehr Sinn? Der Fluid Solidifier macht aus Flüssigkeiten die Distillery. Doch die Distillery macht vielleicht sogar noch Sinn. Ja klar, die macht sogar viel Sinn, weil die muss ja auch das Benzin verarbeiten. Hätte ich gesagt, kommst du dahin? So, was habe ich jetzt noch? Die Cutting Machine. Die Cutting Machine macht auf jeden Fall auch sehr viel Sinn. Ja, und natürlich die Canning Machine auch. So, genau. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal unsere ganzen Maschinen. Dann brauche ich auf jeden Fall mindestens nochmal 2 Kisten. Und 4 Platten. Dass wir das auch fertig haben. Und da seht ihr nämlich den Multitank. So, und das heißt dann, du kommst dahin, du kommst dahin. Item out. Item out. Okay. So, was ich auf jeden Fall noch machen kann, ist, ich kann auf jeden Fall schon mal in die Bending Machine Eisen reinschmeißen, wie ein großer. Wenn wir es demnächst brauchen, weil wir brauchen Hopper. Das machen wir jetzt dann nämlich auch alles zu. Wie gesagt, die Ore Washing Plant, die hängt jetzt zwar nicht mehr sauber am Strom, aber ist ja kein Problem. Denn die können wir erstmal mit Batterien füttern, bis unten dann die andere Sache läuft. So, jetzt noch schnell was kurz gesagt.
Und zwar, ich werde noch ein bisschen was hier umbauen. Weil ich bin hier nach unten gegangen. Und dann bin ich hier nach oben gegangen. Und dann wollte ich ja von hier aus sozusagen ganz nach dann hier reingehen, ne? Habe ich mich gefragt, warum ich das eigentlich mache. Ich kann hier Aufzüge bauen. Also ich werde hier, entweder werde ich jetzt dann hier einen Aufzug hinbauen und dann oben, ja, dass ich dann sozusagen von hier aus nach oben gehen kann. Hier wird es dann weiterhin nach unten gehen und nach unten gehen. Das muss ich laufen. Aber das wird hier eine gerade Fläche. Also die Dinge werden hier verschwinden und die werden nach unten gehen. Ja, also ich bin dann schön brav vorm Entleeren. Dann wandert das nach unten. Nicht, dass ihr euch beim nächsten Mal wundert. Ist auf jeden Fall so für mich jetzt geplant. Wie gesagt, der Wassertank kommt dann auch noch oben drauf. Es ist zwar auch nicht das Hübscheste, weil es hätte ich auch gern, glaube ich, ein bisschen anders handhaben wollen, aber ich muss noch gucken, wie ich es mache. Aber es ist auf jeden Fall schon mal, was man machen kann. So, und zwar, ja, weil, ne, braucht man ja, weil ich brauche die Cutting Machine. Braucht ihr wieder Lubrikant? Nicht die Canning, die Cutting. Danke. Weil wir müssen ja auch hier die das Holz weiter sägen. Und dass wir wieder Kisten herstellen. Und nicht Steinblöcke. Holz. Half-Slabs. Also macht keinen Sinn, das dann noch mit Wasser zu machen. Also, ich bin, glaube ich, der Meinung, dass ich jetzt noch die zwei Sachen habe, wo man noch Wasser braucht. Wenn noch einer was weiß, wo brauchst du noch Wasser? Kommentare. Genau. So, dann heißt es jetzt, wir haben die Küche und wir haben hier ein bisschen umgebaut. Das heißt, wir haben schöne Sachen gemacht und vor allem auch nützliche Sachen. Und wenn der kleine Dreck das Zeug mitnimmt und ich muss jetzt etwas schneller labern, weil ich schaue da gerade so ein wenig auf meine Festplatte, schiel da so mit dem einen Auge drauf. So. Ja, das gefällt mir nicht, wie viel das da noch Platz ist. Dann laufen wir noch schnell Richtung Küche. Ja, und wir laufen wirklich schnell Richtung Küche. Kommst du denn nämlich hier noch hin? Oder auch nicht? So, wir hüpfen mal schnell nach oben. Und ich bin total fasziniert. Es hat nicht gereicht. Gott sei Dank kann ich gut hüpfen. Gott sei Dank haben wir meinen Segelflieger dabei. Wir gleiten gemütlich nach unten. Plopp. So. Ich mache mir noch ein paar Pipes. Ich gehe dann sozusagen dann nach oben, mache die Pipe dran, schließe den Masserator, schließe den Mixer noch an. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann fröhlich andere Dinge tun. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.